Liebe Alice, 19 Freunde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo zusammen. First of all, ich habe fest Freude und bin zugleich wirklich schon fast überrascht. 40 Abonnenten sind wir. Ich möchte all meine neuen Abonnenten, das sind jetzt, ich weiß nicht, ob ich darf namentlich erwähnen oder nicht, ein Bruno und die anderen ein Punkt-Punkt-Zocker und die anderen zwei sehe ich leider nicht. Vom Namen her. Also, wir sind da bei der Maggie, also eigentlich nein, Daisy Tasy schafft da. Also, liebe Abonnenten, wir schaffen es im Fall wirklich noch locker vor der Sommerferie auf 100. Ich danke wirklich, also von Herzen, also ich kann ja schon lange das mit diesen 100 auf die Nacht machen. Letztes Jahr wohl verstanden. All meine Stammzuschauer und meinem Lieblingsstammzuschauer, mein zweiter Stammzuschauer, wo wir da, bei dem Let's Play, wir sind jetzt bei der 24. Folge und die ein und zwei Stammzuschauer haben mir immer die Stange gehabt und jetzt plötzlich habe ich teilweise schon 16 Klicks im letzten Film von dem. Freut mich, dass das gut jetzt ankommt und ein bisschen zu laufen kommt da. Ich habe jetzt allerdings in letzter Zeit auch auf eine andere Region YouTube eingestellt. Vielleicht hilft das ja auch noch ein bisschen dazu. So, wir müssen zahlen. Es ist mir eingeklemmt, ist gut gewesen. Hoppala. Falsche Kamera. Das ist natürlich nicht gäbig. Tralala. So, jetzt sind gar klar, ich nicht heute weiter hineinlaufen. Soli. Wir doch die Kamera nehmen. So kann man wäre dann noch in der Pfanne. Du, Daisy, Daisy, wie viel kostet das? 8,50 Franken. Wieso? Das ist ein bisschen teuer. Du hast gar zwei geklemmte und eine riesengroße Ofo. Da steht aber da oben etwas ganz anderes da. Da steht viel weniger. Das ist noch die alte Preisliste. Ja, wieso machst du nicht die neue hin? Ich habe noch keine Zeit gehabt. Du weißt, auf der Flatmap habe ich so viel zu tun. Aha, kommen auch gleich mal wieder dorthin. Der Herr YouTube kann man sie dann wieder sperren. Also da, 50 Rappen, nein, ich gebe dir noch mehr Trinkgeld. Nein, weißt du was, ich komme später nochmal. Ich muss jetzt schauen, die Säule kommen gleich oder eins vom Gleifbell. Die Junge hat es hier oben im Stall. Oder da unten bei dir? Nein, hier oben, da, im grossen Stall. Ich will auch schauen. Ja, dann komm mit. Nein, ich kann doch da nicht zumachen. Ja, dann nächstes Mal. Du, ja, Cola nehme ich noch mit, gell? Kann ich da noch haben? Dann kostet es aber 11,50. Dann, ich nehme es mit. Nein, ich kann eh nicht trinken. Ich habe die Haie auch noch etwas. Tschüss. Schau, kein. So, wenn ich dann noch zum Loch rauskäme, wäre ich ja noch froh. Wir müssen noch Brot vertragen. Dann müssen wir noch kalken. So, einsteigen. Aufsteigen, einsteigen. Schau, jetzt winkt sie noch. Also, jetzt müssen wir mal schauen. Was ist jetzt richtig da blau? Dann kommen die jetzt in die Welt. Hätte ich noch gerne wissen. Das 9 ist jetzt nicht, oh, in einer Viertelstunde. Wir könnten die Uhr auf 5 mal 5-fach laufen und oben schauen. Oder. Heimfahren. Ich muss eigentlich noch einen anderen Dings holen und dann dazu fahren. Langt das echt noch? Kann man probieren. Du, ich weiss im Fall wieder nicht mehr, wo durch. Nein. Wir können eigentlich auch einfach dort oben warten. Aber wir können auch halt ein anderes Ding holen. Da. Ich sollte nicht etwas zu haben mit dem Anhänger. Wir können uns auch einfach ein bisschen fahren. Noch 4 Stunden lang.
Oh, der Zug. Vielleicht kommt der Bären. Der kommt zwar mit dem Auto, wenn er kommt. Das ist der Zypernstellkarte nicht, aber ich bin sicher nicht. Übrigens, ich habe jetzt beide Tonspuren, wenn man so sagen soll, aufgestellt auf 100%. Nimmt mich jetzt Wunder, ob jetzt der Ton lauter ist auf dem Traktor. Weil ich höre das mega laut. Ich habe auch die Musik extrem laut gehört hier in Maggie's Diners. Da vorne müssen wir dann das Brot holen. Und dann müssen wir im Spunter, in der Brasserie und im Laden und bei der landwirtschaftlichen Konsumgenossenschaft das Brot bringen. Wie viel hat es denn da? 4 Paletten. Ja, das geht mit dem kleinen Anhänger. Dann will ich mir eigentlich nur noch den Anhänger holen. Jetzt bin ich voll im Zeichen und fahre wieder. Ich möchte keinen den anderen Traktor holen mit dem Anhänger. Die hat auch Schoften. Ah, die hat natürlich auch die Neune, ne? Die Neune Leute. Das muss jetzt einfach noch lange, um dann nochmal schnell in den Stall rauf zu fahren. Ich habe gehört, da hat einer einen Maishäckslerin da. Könnte man eigentlich da an dem Maisfeld noch geschneiden oder ist das jetzt eigentlich auch gemacht? Oh, links, schnell fahren. 70 Sekunden. Oh, gefährlich. Gefährliche Sache. Nein. Das ist sicher falsch. Das ist auch falsch. Wie lange ist denn jetzt noch bis zu kaufen? Es ist ein Elend immer mit dieser Verfahrerei. Nimm doch da durch einen Pfiff, genau. Na komm. Stera, hoi, hoi, hoi. Machen wir halt eine Rundfahrt. Fahren wir dann einfach so das Ding. Upp, da ist er. Da, upp, der Maishäcksler, den können wir dann haben. Eine rechte Maschine da. Kommen wir mit der Kamera nicht hin. Schauen mal. Die können wir auslehnen. Hätte ich denn noch Schneid überhaupt? Mal schauen. Der hat gesagt, man könnte ihm auslehnen, sich dann mit der Tür. Oh ja. Hat noch Schneide da, schau mal, ist cool. Sogar beide. Oh, der kann auch Gras machen, geht es ein bisschen schneller wieder mit meinem Rasenmeierchen. Das ist aber eine coole Sache. Bei dem muss ich die Hälfte noch zahlen. Oder er hat gesagt, er kommt fahren und ich muss mit dem Anhänger fahren, dann muss ich nichts zahlen. Coole Sache. Dann können wir das so machen. Bei dem dann der, ja, wie soll man sagen, riesen, extrem monströs Maishäcksler auslehnen. Ich bin im Fall der Heilige wieder nicht mehr. Jetzt sollte ich die andere Kamera nehmen. Hui! Da hat der Kleine am Morgen geführt und sich, aber wie denn die Töte? Der war so wieder. Oh, schau da, die anderen auf die Mainzer schaffen. Sie! Hallo? Haha, da geht es mit mir, der habe ich letztes Mal in Geister gehabt.
Also nein, ich wollte sie eigentlich einladen, dass sie etwas trinken, dann wollte sie nicht mitkommen. Das hat sich ein bisschen blöd tun. Hoppala. Es wird jetzt ein bisschen langweilig, aber ich habe noch auch viel zu tun, aber ich nehme wirklich schnell einen Bühlungssaal von noch. Das Feld wäre jetzt die Weiße, da. Der Fürste, Hafer, Babs, hui! Dann nehmen wir das Munderfeld noch den Ladewasser jetzt fast voll, gerade mit Treppengas, den ich auch geknippert habe, als der letzte Folge, ich weiß nicht, wie groß ich bin. Aber du, der da, wo die Knie hat, für ein Maisherzchen. Was könnte man denn da machen? Ja, jetzt hat es da voll langsam da weg. Mal den Haft noch etwas machen. Den Haft müssen wir noch etwas tun. Jetzt können wir gleich schauen. Das fällt sich da von. Ich habe noch viele andere Traktoren da hinholen. So öffnet sich die Säule, meine ich. Jetzt hat es da Mist, aber neben der Trafik. Wird immer mysteriöser mit dem Mist da. Wenn ich da durch mit meinem kleinen... Oh, geht nicht. Mit meinem kleinen Traktörli. Wir müssen noch Zuckerrüben haben. Wie viel haben wir noch für Zeit? 15? Ja, das wird nicht ganz 15 sein. Haben wir jetzt hier Herdöpfel mal bekommen oder sind da Zuckerrüben? Ich muss schnell schauen. Was ist das? Herdöpfel. Müssen wir mal noch den Kramer holen, he? Dann würde das gehen. Jetzt müssen wir da die ein bisschen im Auge heben. Also ich meine, es ist jetzt vielleicht für euch Zuschauer ein bisschen langweilige Folge, aber ich will jetzt das einfach sehen. Einmal müsst ihr mit mir durch. In 4 Minuten. Ich könnte noch schnell schauen, da, wie würde ich das geladen werden. Da kann ich vielleicht noch einfahren. Dann rufen wir halt das, machen wir so. Sie ist da, ich habe es nicht so ganz, weil ich nicht geschladet und nicht zittert. Zittert kann ja nicht, so schwer es wohl war, aber ich habe es auch nicht geschladet, also da und dort liegt noch ein bisschen rum. Aber fast voll. Das kann man noch schnell rauffahren. Und dann rauf, da, das ist gut, bin ich doch mit seinem Traktor, aber schau mal da, das muss man auch noch wegfahren. Heute haben wir aber Liter in der Wipperau. Was ist denn da los mit dem Acker? Ah, das ist der Schatten. Da hat ausgesehen wie verdorrt. Übrigens, ja, warum fehlen da 15 Stutzen? Ich habe für den Sauerstall vorher auch noch einen Besen gekauft, zum sauber machen. Komm, fahr schnell, wir müssen nachher mit dem Ding da rauffliegen. Wenn es die Uhr stimmt, dann doch weg, jedes Mal habe ich da mit dem Problem. Die Batterie hat noch dunkel, aber das Laden doch, dass wir den ziemlich schnell groß bringen. Sarah! Die Sarah läuft heute überall und mit Milch müssen wir aber verkaufen. Anhänger ist nämlich leer da. Sicher wieder genug. Und dann, ja, an deren seine Hühner mit nach der Körnchen haben. Den blauen Anhänger muss ich haben. So. Lernen wir das von dieser Seite noch hier. Es ist ein Heu geworden über die Nacht, hä? Ja, komisch. Wieso ist das jetzt Heu geworden? Oh, Murzeli, mach's ganz schnell. Mach ganz, ganz schnell da. Steuerung ein, oder? Super schnell. Jetzt, ah, das wird das, wenn ich hier leer wird das der Heu. Ja, komisch. Schau, der Traktor lebt wieder fast gesagt da. Fangt der auch noch so an.
Folie. Jetzt muss man halt schauen, wen braucht man nächstes Mal vielleicht was dazu stellen. Zum Fall übersichtlich sagt das. Ja, der andere Traktor hat ja, nein, warte, das ist eigentlich gleich. Der andere Traktor hat ja jetzt. Oh! Schau mal, da ist die Zeige schon, nein, nicht die Zeige, das ist keine Zeige, das ist eine Dünge. Dünge haben sie dir schon geliefert. Jetzt, das ist aber noch cool. Zeig mal. Ich kann in dem Fall noch kalken. Ein paar Felder, die man mit dem Kalk geben. Halt! Den muss ich noch mal haben, hier, das Traktörli. Mach schnell, ja, da jetzt. So. Jetzt wissen wir, wo die herkommen. Wir schauen ein bisschen schauen, von der oberen Seite an. Wenn dann Stall reinkommt, die Schwarze, wo ist es denn da? Verschwunden? Das müsste jetzt im Fall gerade auftauchen. Wo ist jetzt Sand? Oh, hast du gesehen? Da ist es gekommen. Aus dem Nichts. Juhu! Wir haben es gesehen. Jetzt haben wir drei Säule. Ja, wenn man gerade Heu sagt, schau da. Der Vater sagt schon Heu. Die Mutter hat gar noch nicht so geschaut. Oh, nochmal eins mehr. Hey, im Stalin hat es auch noch eins. Hat es zwei Junge gegeben? Also quasi für jedes eins. Eins aussieht wie der Vater und eins aussieht wie die Mutter. Dem Stalin habe ich jetzt gar nicht gesehen, was wird da so gekommen sein. Oi, du neues Säuli. Oi. Hello. Oi. Du, willst du ein Stück Brot? Du kommst aber gerade gross auf die Welt. He? Normal sind ja vielleicht 9 oder 12 so wirkliche Säuli. Kleine. Habe ich jetzt aber gefreut. Schau, dem wir mal abholen. Oh, Entschuldigung. Ich habe da gekrempelt. Hoi, ja, dann gibt es immer für jedes Eis. Darum haben wir im unteren Stall so viel. Hoi, du. Hallo, schau mal da. Ich habe auch noch ein Brot. Ein Stückchen Brot in meinem Hosensack. Kann ich immer Gützeli oder Brot. Du musst nicht im Bett essen. Cool, jetzt haben wir es gesehen. Das macht mich im LS17. Ist es einfach irgendwie so. Es ist zwar, ja, es ist auch so ein bisschen nicht gekommen, aber es ist dann so zu laufen gekommen auch. Aber das war jetzt cool. Uah, das freut mich jetzt. So, danke, dass ihr dabei geblieben seid und geschaut habt. Jetzt haben wir hier vier. Ein schwarzes und so ein geflecktes haben wir ja gehabt. Und jetzt hat es bei jedem ein gleiches Jungs gegeben. Natürlich das Futter auch ganz, aber wenn man wirklich Kramer ruht, dass man die Herdöpfel rein tun können. 4, 90 Liter, ja gut, für jetzt bis heute Abend langt das noch. Coole Sache. 144 Stunden, oh, da habe ich gefreut. Wann gibt es denn da? 92 Stunden, ja, ja. Eigentlich da auch bisschen. Die 8 Stunden, da sehen wir es halt nicht, das haben wir verpasst. Selbst da ist eigentlich auf 8 und ich habe es selber auf 36 geschrieben, schon lange, aber schon ziemlich vor Anfang an, als ich habe. Schäfli könnte man dann schauen, 67 Stunden geht es, Billy. Da. Da kann gar nicht in deren Sinne nicht Junge machen. Ich glaube, eine andere Art von Stall. So, also laden wir gleich mal die Heizung da. Oh, Wolke ziehen du. Jetzt müssen wir den Ding holen, am besten. Gut, sieht gut aus. Die sind gefräst und munter. Der Traktor könnte ich noch. Nein, der, ja, im Prinzip ist es eigentlich wurscht. Machen wir schnell verfahren, weil jetzt die Folge ein bisschen lang gegangen ist hier. Hui! Welcher könnte ich denn von den Dünger streuen? Der da? Ja, das ist etwas mit dem da. Mal schauen. Mit Dünger, obwohl ich habe Dünger umgehalten, aber ich muss eigentlich zuerst die Probe bringen, bevor ich das nicht, da kann ich nicht aufladen, he? Nein, sonst muss ich da hängen und wieder stehen lassen. Dann mache ich halt so. Das spielt doch keine Rolle. Wo ist jetzt meine Kamera wieder hin? Wechselare, jetzt passen die Hände zu dem Anhänger. Jetzt wird es schwierig, weil ich muss da weg.
Ja, das ganze Murkseli angelegen halt. Soll ich einfach mal fahren und dann bleiben wir stecken. Oh, übersteuern, das ist nicht schlau. Aber es geht, glaub ich. Tralala, hat niemand gesehen. Ich mache die Kamera nicht weiter hindern. Ah, da ist auch noch ein bisschen Gras. Den habe ich dann abgeschnitten. Kann ich das mit dem, vielleicht mit dem Rasenmäher aufnehmen? Sollte man wissen, wie man dort hinkommt. Wird es wieder anstrengend. So, sie müssen jetzt stehen bleiben, hallo sie, dann laufen sie halt doch dahin noch durch. Also ich will nicht, nein, ich mache es vielleicht das mit dem Brot. Die Läden müssen das haben. Kann ich einfach da rein, wenn ich gemischt habe, auch halb drauf tun? Nein, das macht meistens die Pflanze. Da die Sonnenblume wenn ich nämlich kann, ist es geschrieben. Kann ich jetzt so quer durch? Kann ich nicht. Bevor wir noch irgendwo stecken bleiben, müssen wir jetzt schlau machen. Halt, 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 halt. Ja, fahren da. Molten wäre es vielleicht doch gut, wenn wir den Kramer nach oben fahren, dass man sich ein bisschen Herdöpfchen kreiert tun. So, jetzt ist er. Alle fahren. Jetzt schreibt man auch noch weg tun. So, mal schauen, macht das, dass das Auto lädt. Dann müssten wir das mal einstellen. Sorry. Ja, Fab. Das ist so, da ist noch nicht mal voll. Wer hat denn erst am wenigsten Brot gestellt? Vielleicht die von Spund, da gehen wir mal fragen, ob ich die nicht schon wieder so besoffen da. Ui, bin ja taub gekommen. Ja, sonst nimmt man den Auftrag weg. Du, übrigens, meine Stammzuschauer wissen ja das, gell? Oder mein Stammzuschauer auf jeden Fall. Hat sie es nicht gemerkt, Stacey Casey, ja? Sie hat mir gesagt, dass ich es vergessen habe, die Eier zu bringen. Na cool. Kann man denn die Eier einfach mal so bringen? So, jetzt ist die Frage, ob es abläuft oder nicht. Ist nicht gesagt, dass es abläuft. Wahrscheinlich muss ich da von Hand. Warte mal, die darf ich auch nur einen haben. Halt! Nein, ich habe mich verbrochen. So lauter will ich pressieren. Ich muss anders machen. Ich gebe dir das alles da hin. Wenn ich da ganz weit wegfahren und aussteigen am besten. Sonst gibt es wieder nichts Schlaues, aber dann ist wieder nicht sicher, ob ich es runterbringe von Hand. Eben wieder nicht. Ich hätte andere Anhänger vielleicht gescheiter sollen nehmen. Was mache ich jetzt da? Anders müssen wir das machen. Probier es mal so. Schnell, abladen. Autoloader abladen, Position ändern, entladen, Z, ja, das wäre gut. Macht er jetzt nicht? Paletten, was sind ja Paletten? Ah, jetzt macht man das wieder nicht. Wieso denn jetzt nicht? Letztes Mal schon Schwierigkeiten kam mit dem Ding. Ja gut, dann machen wir das so. Spiriensteuerung. Muss man das wieder alles noch umstellen da? Spiel ist pausiert. Ja, das ist aber ganz komisch. Jetzt wieso das? Ich habe Steuerung gedrückt und das Numpad-Ding so 4. Jetzt kommt es wieder.
Aha, und jetzt? Das sollte ich dann jetzt aber Z. So. Mei. Ich nehme nächstes Mal den anderen Anhänger und dann tun wir das von Hand aufladen. Das ist ja so ein Seich. Kakalari ist, glaube ich, mit Stachen. Kann das sein? Kakalari. Ja, dann kann ich lang probieren. So, bringst du mal der Wirtin da vom Stern, aber wohl Sterne noch ein bisschen Brot. Hoffentlich kommt sie nicht wieder raus. Du. Ist letztes Mal dort verzogen. Da kann sie ja dann dem Bäckerei selber zahlen. Das geht mich ja nicht an. Da muss sie mir nicht zahlen. So, ein schöner Rangestellen. Jetzt muss sie eben rauskommen mit dem Geld. Oh no. Es gibt es zwar schon bei uns Geld, aber ich soll es halt am Bäcker bringen. Hauptsache sie kommt nicht raus. Irgendetwas ist immer ein bisschen verhext da. So, jetzt ist es gegangen. Ja gut, das muss ich dann bringen, über 2000 Stutz. Gut, jetzt muss man halt das Zeug wieder aufladen da. Das können wir noch machen. Wenn ich jetzt das wieder einfach aufladen will, mache ich einfach so. Ja, das ist aber schnell gegangen. Gut, wenigstens das. So, wir sind 26 bis 26 Minuten. Ich stelle da schnell die Traktor ab. Ja, speichern. Also, nein, jetzt hat es eben nicht gedruckt. Ich bin im Fall, es ist morgen um 6. Ich darf das gar nicht offiziell sagen. Ich habe ein bisschen Mühe, wollte ich sagen. So. Mal ein schönes Bildchen. Ich habe jetzt eben den Auftrag auch bekommen. Ich kann Brot immer verteilen, jeden Morgen. Aber eigentlich hat er gesagt, ich sollte das am Morgen um 6 Uhr bringen. Aber ich habe gesagt, wir kommen heute Junge über im Sülistal. Ich mache hier Ausnahmen. Er hat gesagt, also, aber nur ausnahmsweise, Keil, sonst gibt es nächstes Mal keine mehr. Du Ginski, dann gibt es nur noch einfach eine. Bam. Ich habe gesagt, nein, nein, ihr macht dann schon wieder ganz, ganz ordentlich. Also, jetzt gehe ich schnell die Brotsachen erledigen. Brasserie. Hier der Laden im Dorf. Und die zwei, die kommen zum Konsumgenossenschaft. Das ist dann für den seine Vollgläder. Der hat ja 6 Vollfilialen, die er muss beliefern muss. Nicht ganz so viel Brot für den. Dann mache ich das und dann nachher die nächste Folge geht weiter, wenn ich den Laden werde immer jetzt auch zuhause, das ist auch schon gemacht, mit dem Kalken könnt machen, zum Beispiel. Die Früchte tue ich dann auch noch schnell bringen, so. Und Milch muss man noch verkaufen, das könnte ich auch noch schnell machen oder ich mache es nächstes Mal. Das ist ja jetzt erst morgen um 9:30 Uhr, der Tag ist da noch jung. Also nochmal danke vielmals meinen schon langen Abonnenten. Meine neuen Abonnenten und natürlich meine Stammzuschauer. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Noch kleine Sache, Eigenwerbung. Die Niemandsland-Map habe ich ja vorgestellt und einmal das Angespiel gemacht. Ich habe jetzt zweimal am Mittag Zeit gehabt, jetzt die Woche, wo jetzt war. Und hat dort dann ein bisschen Sachen hintun, dass das nicht ganz so karg ist. Ich habe im Sinn, heute Abend, jetzt am Samstag dann, oder am Sonntag, über die Ostern, dort ein, zwei Filme machen, wie ich dort den Hof und die Geschichte drumherum, wie sich das gestaltet, wie ich das einrichte. Wer Interesse hat, bitte, könnt das schauen gerne. Also dann, ich sage danke fürs Zuschauen. Kiss and say goodbye. Ciao zusammen. Sorry, dass die Folge vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen langweilig war. Aber Bauernhof ist nicht immer Stress. Und auf meinem Bauernhof ist ja nie Stress.
Es ist eins zu eins Zeit. Eben halt mein Stil von Real Story. Gell? Also dann, bis nächstes Mal. Tschüssi.